Ja, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ich angekündigt habe, wird es jetzt ein weiteres Video zur ZAP-Vorbereitung geben. Und zwar mal wieder aus dem Fachbereich Deutsch. Und zwar schauen wir uns heute beliebte Rechtschreibfehler an, weil, wie gesagt, wenn ihr einen Text schreiben müsst, kann die Rechtschreibung euch bis zu einer Note kosten. Und deswegen habe ich gesagt, gucken wir uns erstmal ein paar beliebte Rechtschreibfehler an, damit man das einfach vermeiden kann, und ich erkläre, warum Schüler diese Rechtschreibfehler machen. Und zwar haben wir hier mal eine Tabelle schwierige Wörter im Überblick. Und zwar haben wir da einmal abwägig. Warum schreibt man das denn? Also hier seht ihr einmal die falsche Schreibweise, einmal die richtige Schreibweise. Abwägig. Wo ist denn da der Fehler? Ja, weil man sagt ja abwägig, dann denken viele, das muss man mit ä schreiben. Dem ist aber nicht so. Also man schreibt es abwegig mit e. So, nächster Fehler, Adresse. Hier mit Doppel-D geschrieben, was völliger Blödsinn ist, weil es gibt kaum Wörter, eigentlich gar keine, kaum wirklich kaum welche, die mit Doppel-D geschrieben werden, weil man es ja schnell spricht, aber man schreibt es natürlich Adresse und nicht Adresse. Man schreibt es natürlich mit einem D, Adresse. Akustik wird auch nicht mit Doppel-K geschrieben. Da könnt ihr euch einfach mal merken, es gibt im Deutschen keine Wörter, die mit Doppel-K geschrieben werden. Es gibt keine Wörter, die mit Doppel-K geschrieben werden. Dementsprechend Akustik bitte nur mit einem K. Ja, was haben wir hier? Am besten. Natürlich schreibt man besten dort klein, weil das meistens in einem Satzzusammenhang steht. Am besten. Es gibt zwar der Beste, aber das ist dann meistens auch mit einem Nomen noch im Zusammenhang, und dementsprechend schreibt man am besten natürlich klein. Was kommt als nächstes? Die Armatur schreibt man natürlich ohne mit R. Man spricht es zwar nicht, aber es wird Armatur geschrieben, man sagt zwar nur Armatur. Dementsprechend ist das so. Und dementsprechend, jetzt kommt mal ein schönes Wort, was gerne in der Jugendsprache benutzt wird. Und zwar das Wort asozial. Man spricht es zwar schnell, aber es wird natürlich asozial geschrieben. Was heißt asozial und nicht asozial? Ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Und man schreibt das Wort aus Versehen, schreibt man auch nicht zusammen, sondern man schreibt aus und dann macht man also neu, fängt man ein neues Wort an und schreibt groß, weil das Versehen aus Versehen. Bescheid geben wird übrigens groß geschrieben, weil der Bescheid, man gibt den Bescheid quasi, deswegen wird Bescheid geben tatsächlich groß geschrieben. Natürlich großes Bescheid, kleines geben. Die Blombe wird Plombe geschrieben. Man spricht es zwar Blombe aus, aber es wird Plombe geschrieben. Die Branche schreibt man Branche, dementsprechend, weil Branche kommt, das Wort kommt aus dem Französischen. Deswegen schreibt man es Branche und nicht Brange. Ich glaube, es fällt aus. Ja. Wenn ihr die ganzen Wörter macht, dann ist das ein Desaster, was man aber bitte mit DE schreibt. Desaster. Das ist ein Desaster und kein Desaster. Es ist ein Desaster. Ja, da jetzt kommen wir mal zu einem Fehler, den viele gerne machen in Deutsch, und zwar einzigste. Ich sag's mal ganz vorneweg. Das Wort einzigste. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das hat sich die deutsche Sprache dazu gedacht. Und zwar ist es natürlich einzige. Das ist die einzig korrekte Schreibweise, weil das gibt es sonst nicht. Was ist denn noch ein? Ja, dementsprechend ein beliebter Fehler ist auch noch Hobbys. Schreibt man tatsächlich mit Y, weil viele denken, das kommt aus dem Englischen, und YS ist ja oftmals dann IES, ist schon richtig. Aber in dem Fall wird es so ein bisschen umgedeutscht, kann man anders sagen. Und Hobbys schreibt man dementsprechend dann HOBBYS.
Das waren jetzt erst einmal so die Rechtschreibfehler. Ich werde selbstverständlich noch weitere Videos erstmal zur Rechtschreibung und Zeichensetzung bringen. Und dementsprechend denke ich mal, war es das erstmal. Bis dann, bis zum neuen Video. Tschüss.